besonders achten werden. Denn zuletzt gab es natürlich 4 Tore aus 3 Spielen, eine bemerkenswerte Ausbeute. Wir Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Wer kommt weiter? Wer darf weiterhin vom großen Erfolg träumen? Und für wen geht die Reise zu Ende? Das wird spannend, Wolf. Ich bin sicher, es wird eine hochinteressante Begegnung. Steht eine Menge aufs Spiel. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Eintracht Frankfurt war 1963 Gründungsmitglied der Bundesliga und auch in den Folgejahren war man vorne mit dabei. Aber in den letzten 10, 15 Jahren sah es dann doch eher ein bisschen mau aus. Ja, da hat man den Anschluss verpasst. Mittlerweile sieht das wieder besser aus. Ich glaube, es entsteht wieder was. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Christopher Lenz. Trapp. Was gibt er jetzt hier? Christopher Lenz. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Lenström. Max. Max. Am Ball jetzt Lenström. Lenström. Trapp hat den Ball. Skiri. Max. Aurelio Buta. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Zieht ab, da hätte es fast gemacht. Sosa. Und jetzt ein Schuss. Abgeblockt.
Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Es gibt Einwurf. Waldemar Anton. Gefährlich jetzt. Eine Riesenchance. Früh bringt er sie hier in Führung. Da ist das Tor. Tor nochmal, erst kommt der Doppelpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Trapp. Machen Sie das Tor! Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein 2. Tor heute gewesen. Ecke kommt rein. Bei dem Eckball ist er da. Aurelio Buta. Lucas Alario. Der Ball ist weg. Jetzt kann der Konter kommen. Ball fliegt hoch ein. Christopher Lenz. Trapp ist das mit dem Ball. Ball ist weg. Lernström. Aurelio Buta. Christopher Lenz. Da sehen wir den Ballverlust. Der Schuss jetzt. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Das Tor auf der anderen Seite, jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Die Reaktion des Trainerteams zeigt es natürlich auch. Der Ausgleich war unglaublich wichtig. Riesenfreude, Riesenjubel. Ja, das ist schon klasse. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Hereingabe jetzt. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Max. Trapp hat den Ball. Christopher Lenz. Trapp ist das mit dem Ball.
Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Skiri. Hasebe. Trapp. Max. Hasebe. Lucas Alario. Christopher Lenz. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Die Stuttgarter können über außen kommen. Er verhindert die Flanke. Das war zu hart, gibt Freistoß. Der Ball kommt. Gut geklärt, das war wichtig. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Gefährlich. Tolle Parade. Er verhindert das Tor. Dabei kam der Freistoß gar nicht schlecht, Wolf. Jetzt in der Anspielstation. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Durchaus vielversprechend aus. Chance zur Führung. Er trifft den Pfosten. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Da könnte ich es machen. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen Sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen Sie mehr machen. Trapp. Lucas Alario. Den Ball kann er abfangen. Aber er muss aufpassen. Sie kommen, sind da erstmal nicht vom Ball zu trennen. Mecha. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ball kommt nach hinten. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, sah mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Jetzt bin ich gespannt, wie er entscheidet.
Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Spiel läuft weiter. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Lucas Alario will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Sie suchen die Lücke. Alleine durch. Schön geklärt. Schön dazwischen gegangen. Sosa. Jetzt kommt die Flanke. Sie können sich da hinten befreien. Unwiderstehliches Dribbling. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Ball kommt in die Mitte. Entschlossen geklärt. Da wäre Platz für den Konter. Machen Sie gut. Steilpass. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Gibt Einwurf für die Eintracht. Freistoß. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. So langsam nimmt der nächste große Transfer Formen an für den FC Barcelona. Zumindest kursieren schon mögliche Ablösesummen. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Waldemar Anton. Gut dazwischen gegangen. Hasebe. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Mecha macht er das Tor. Kiri. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Christopher Lenz. Lucas Alario. Und dann bringt dieser Angriff doch nichts ein. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke.
Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt's. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Und noch eine Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Das Ganze noch einmal. Nächste Ecke. Ecke in den Strafraum. Und da verlieren sie den Ball. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Guter Pass jetzt. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball. Am Ende einfach kein Glück. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Jetzt der Vorstoß. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen. Er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Mecha, das ist es vielleicht. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Gute Aktion jetzt. Könnte was werden, aber ihr seht. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Lukas Mecha. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Da ist die Szene nochmal. Er trifft den Ball wunderbar. Und drin ist er. Frankfurt ist hinten nach diesem Tor. Es geht weiter. Hasebe. Da geht's erstmal zurück. Kolomouani. Aurelio Buta. Da kommt der Versuch. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Lukas Mecha. Schirmt den Ball gut ab. Sieht vielversprechend aus.
Jetzt schießt er. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Lernström. Das ist natürlich ein guter Pass. Ganz gefährlich. Super Szene, super Tor, was für ein Volley. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein. Und dann natürlich unglaublich nervenstark aus kurzer Entfernung. Das ist ein klasse Tor. Alles wieder offen hier. 2-2. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Vielleicht die Führung jetzt. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Ecke kommt rein. Gute Aktion, gut geklärt. Da wollte er Vorteil laufen lassen, aber jetzt gibt er doch Freistoß. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Stuttgart. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. Die Partie übertragen wir natürlich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Wataru Endo. Den hat er förmlich geahnt. Kolomouani. Und das ist der Ballverlust. Mustergültig, wie er da den Ball abschürt. Schöner Pass. Mecha. Schön zugemacht. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Aktion, da kommt der Ball. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Das war vor der Pause eine absolut überzeugende Leistung, oder Buschi? Tja, Wolf, ein sensationeller Auftritt hier bislang in diesem Spiel. Überragend, was er zeigt. Gefährlich jetzt. Früh bringt er sie
Und da ist das Tor. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Der Schuss jetzt. Was für ein Spiel. Es geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder auf. Das Ganze noch einmal. Nächste Ecke. Könnte was werden, aber es ist eng. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen.